Vielen Dank für die Gelegenheit, hier also einige Thesen oder Ideen vorzustellen, die im Rahmen dieses Collabs hier entstanden sind. Philipp Schmidt und ich haben das begleitet, was die Arbeit war konkret. An dem Ergebnis nicht mitgearbeitet, aber kritisch dazu Anmerkungen gemacht, Anregungen gegeben. Und ich möchte aus der Perspektive, die eher nicht akademisch ist, aber so von außen kommt, insgesamt E-Learning, Online-Lernen, auch Open Education Resource und so weiter verfolgt hat, einige Anmerkungen machen zu den Leitfragen der Initiative, die Sie hier noch einmal sehen, nämlich was bedeutet eigentlich Lernen in der digitalen Gesellschaft, welche Chancen, Herausforderungen ergeben sich daraus, welche Kompetenzen müssen Sie haben, also ein Schwerpunkt der UHU war gewesen, Medienkompetenz und Internet. Dann, was hat überhaupt das alles mit der Gesellschaft zu tun, mit den Entwicklungsbedingungen, mit den verschiedenen Bildungsinstitutionen, also mit den Lernumgebungen, mit auf welche Formen des künftigen Lernens müssen wir uns eigentlich einstellen und welche Veränderungsprozesse und Strukturen sind eigentlich notwendig? Ich werde nicht auf alle einzelnen Fragen eingehen, ich habe sie etwas gebündelt und möchte eigentlich damit anfangen, nämlich Lernen der digitalen Gesellschaft, Chancen und Herausforderungen. Was ist das Ganze? Und ich denke, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir diesen Lernbegriff eben nicht auf bestimmte Bereiche, Institutionen beschränken dürfen, wie etwa die Schule, den Kindergarten und die Hochschule, sondern Lernen als eine lebenslange Aufgabe zu sehen. Das heißt, insgesamt von der Geburt kann man fast sagen, bis ins Seniorenalter hinein zu belegen, wie digitales Lernen entsprechend gestaltet werden muss. Das Zweite ist, die Chancen, die sich ergeben, ist nämlich, dass wir durch die digitalen Medien Lernen in globalen Kontexten orientieren können, wo früher sozusagen unser Wissen davon abhängig war, was die Lehrperson uns vermittelt, was die Schulbibliothek zur Verfügung stellt, haben wir heute durch die digitalen Medien, durch die Vernetzung, Internet und so weiter einen globalen Lebensraum zur Verfügung. Und Lernen in sozialen und in vor allen Dingen in vernetzten Kontexten, ich werde später nochmal darauf zu sprechen kommen, ist auch eine wichtige Erweiterung, was wir bisher haben. In der Hinsicht, denke ich, spielen die digitalen Medien gerade in sozialen Prozessen eine ganz enorme Rolle, nämlich nicht, was ja häufig kritisiert wird, mit der Vereinsamung, wenn Sie in die 80er Jahre hineingehen, war das eine der großen Kritikpunkte gewesen, der Computer führt zur sozialen Isolierung und ich denke, der Entwicklung der sozialen Netzwerke und dass diese Integration in die Medien und das Lernen zeigen, dass wir dem nicht folgen müssen. Dann, was ganz wichtig ist, Lernen ohne Raum- und Zeitbeschränkung, überall unabhängig voneinander zu lernen. Das ist, glaube ich, Selbstverständlichkeit, was uns die mobilen Geräte heute bieten und entsprechend auch Zugang packen. Und ich denke, was nicht vergessen werden darf, und da führen wir möglicherweise in Deutschland häufig eine zu deutsche Diskussion, nämlich, dass die Chancen der digitalen Medien und der Vernetzung auch darin liegen, interkulturelle Aspekte mit einzubeziehen, interkulturelle und intergenerationelle Aspekte, wenn Sie an die transnationalen Elemente sehen, wie zum Beispiel in bestimmten Ländern, verschiedene Generationen, wo die zum Beispiel Arbeitsmigration da ist, zu ihrer eigenen Familie im Herkunftsland Beziehung aufnehmen, spielen so Skype und ähnliche Sachen eine ganz zentrale Rolle zur Verbindung und natürlich auch zu Lernprozessen. Was heißt lebenslanges Lernen? Ich denke, das ist ganz wichtig zu sehen. Der Forscher hier aus Berlin, Paul Baltes, der das Max-Planck-Institut mal geleitet hat, hat gesagt, lebenslanges Lernen heißt sozusagen, von der Grundannahme auszugehen, dass man permanent unfertig ist und deswegen immer wieder sich erweitern muss, die Fertigkeit nie letztendlich erreicht, aber sozusagen daran arbeitet und dass nicht der Prozess abgeschlossen ist, wie man das vorgedacht hat, lernen für das Leben und damit ist es Schluss, sondern lebenslang zu lernen, sich auf neue Situationen einzustellen. Und das bedeutet, denke ich auch, wenn man das genau nimmt, die Ablösung der traditionellen Sequenz, die wir haben, nämlich, dass man Schule, Arbeit, Familie, Ruhestand neu sehen muss. Ich habe das versucht, mal so darzustellen. Traditionell, man bildet sich, geht in die Schule, dann kommt der Arbeitsprozess und dann kommt mit 65 der Ruhe- oder Freizeitstand, je nachdem, wie man das sieht, sondern womit wir heute zu tun haben, ist eine Sequenzierung des Ganzen. Wir können in die Schule gehen, danach gehen wir möglicherweise ins Ausland, wir machen Freizeit ein Jahr, wir gehen in den Bachelorstudiengang, gehen dann in den Beruf, machen unseren Master, gehen wieder woanders hin. Das heißt also, und das bedeutet, sich auf immer neue Situationen einstellen zu müssen, entsprechend natürlich auch neue Situationen als Lernsituationen herauszunehmen und entsprechend damit umgehen zu können. Das bedeutet aber auch, wenn wir dieses Konzept des lebenslangen Lernens so verstehen, dass wir eine andere Persönlichkeit eigentlich brauchen, nämlich eine, wie entsprechend Forschung sagen, die eine adaptive Flexibilität hat, die sich auf neue Situationen einstellen kann, wo Wissensaneignung nicht nur bedeutet, in einem bestimmten Bereich etwas zu lernen, sondern Wissensaneignung bedeutet, mit neuen Situationen angemessen umgehen zu können. Und diese Persönlichkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass sie prinzipiell optimistisch ist, dass sie jede neue Herausforderung etwas sieht, selbst zu lernen, sich weiterzubilden.
positives Denken, das Neue heranzunehmen. Und ich denke, in der deutschen Gesellschaft sehen wir häufig gegenüber den digitalen Medien und den entsprechenden Möglichkeiten, sich daran weiterzuentwickeln, sehr skeptisch bis zum Teil misstrauisch. Und wir sollten uns da andere Nationen als Beispiel nehmen, ob das die Skandinavier, Niederländer oder Amerikaner sind, wo eben mit Pragmatismus umgegangen wird, nämlich die Frage, können wir damit was machen? Und wenn es Probleme gibt, lösen wir die Probleme später. Und wir Deutschen neigen häufig dazu, erst die Probleme in den Griff zu nehmen und zu fragen, was bringt das, bevor wir wirklich was umsetzen. Offenheit gegenüber Neuen, Selbstwirksamkeit. Ich bin derjenige, der etwas lernen kann, der etwas machen kann aus meinem Leben, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Grundhaltung. Was bedeutet das nun insgesamt für unsere Gesellschaft als Herausforderung? Nämlich, wir müssen unterschiedliche Lernorte verbinden, nicht mehr in bestimmte Lerninstitutionen zu denken. Hier ist die Schule, dort ist die Weiterbildung, dort ist der Kindergarten oder das ist die Hochschule, sondern das lebenslanges Lernen bildungsübergreifend gestaltet werden muss. Die verschiedenen Institutionen müssen sich aufeinander einstellen. Sie hatten gerade schon erwähnt, Kindergarten und Schule als ein Schwerpunkt hier der Stiftung. Und ich denke, das ist ganz wichtig, diese Übergänge angemessen zu gestalten, dass wir nicht mit bestimmten Erfahrungen, die in Grundschulen Schüler machen, etwa mit digitalen Medien angemessen umgehen zu können, auf einmal in der gymnasialen Bildung überhaupt nicht aufgegriffen werden, weil man dort sehr skeptisch gegenüber den digitalen Medien ist. Dann der Ausbau der digitalen Medien der Weiterbildung, ein ganz wichtiger Bereich, weil der immer größere Rolle spielt in unserer Gesellschaft und wir dort noch zu sehr an den traditionellen Bildungsorten gebunden sind. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die digitalen Medien und das Lernen damit nicht prinzipiell gut ist, sondern wir müssen sehen, wo sind entsprechende pädagogische Kontexte sinnvoll zu gestalten, wo können wir aus den schulpädagogischen Bereichen etwas lernen. Wir wissen zum Beispiel aus einer neuen Studie aus Australien von John Hattie, dass die Lehrerpersönlichkeit eine ganz zentrale Rolle spielt. Und die entscheidende Frage ist, wie können wir diese Kenntnisse in die Prozesse digitalen Lernens mit übernehmen? Wo sind sozusagen Fehlentwicklungen, wo muss was kompensiert werden und wo muss das Soziale, die Persönlichkeit in digitale Lernprozesse eingebaut werden. Ein weiterer wichtiger Bereich, der schon in den 90er Jahren diskutiert worden ist, adaptive Lernsysteme. Wir sind nicht gleich beim Lernen, jeder hat seine Eigenschaften dazu, wir haben bestimmte unterschiedliche Voraussetzungen und wie können wir bei digitalen Lernprozessen, digitalen Angeboten sozusagen die Adaption herstellen. Wie können wir uns auf verschiedene Lernerfahrungen und Voraussetzungen einstellen? Ich denke, das ist eine ganz wichtige sozusagen Herausforderung für, ich sage jetzt mal, für die Medientechnologie, entsprechende Anwendungen zu gestalten. Wer für alle etwas bieten will, bietet für nichts, niemand etwas. Und ich denke, das ist wichtig, die soziale Differenzierung, ich werde später nochmal darauf zu sprechen kommen, als eine Herausforderung zu sehen. Und wir müssen natürlich entsprechende mediendidaktische Konzepte entwickeln. Wie müssen Medien digital gestaltet werden, damit sie wirklich bei den Lernenden gut ankommen, dass sie davon profitieren können, damit sie das Lernen insgesamt verbessern. Damit zusammenhängt bedeutet auch, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt der Collab gewesen, nämlich, welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich für die digitalen Medien? Ich will jetzt hier gar nicht anfangen, über die verschiedenen Kompetenzmodelle oder sonst etwas zu referieren. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Ansätze. Ich will nur sagen, was aus meiner Perspektive, wenn man sich die verschiedenen Modelle anschaut, momentan einfach wichtig ist. Nämlich zum einen ist, ich würde mal sagen, Medialitätsbewusstsein. Uns deutlich zu machen, dass alles, was wir über die Welt wissen oder größtenteils medial vermittelt ist. Wenn Sie sich selbst fragen, was Sie über die Welt wissen, wissen Sie es aus dem Fernsehen, aus den Zeitungen, aus dem Internet, aus Wikipedia möglicherweise oder sonst irgendwoher. Aber alles ist medial vermittelt. Wo sind unsere Erfahrungsräume der realen Erfahrung? Die sind nur so wenig. Und wenn wir dieses Bewusstsein haben dazu, dann bedeutet auch die Kritik der Medien eine ganz andere Ebene, nämlich hier sich kritisch mit auseinandersetzen zu können, was wir angeboten bekommen, wie wir insgesamt unsere Kompetenzen einsetzen können, um das Angebot, was die Medien bieten, auch entsprechend beurteilen zu können. Ein zweiter Punkt klingt sehr eigenartig, nämlich das Verstehen. Wir reden sehr viel über die Frage der digitalen Ungleichheit, des digitalen Zugangs, der Digital Divide. Ich finde so einen Begriff wie Literal Divide viel interessanter, nämlich die Frage, gibt es nicht bei den Menschen unterschiedliche Voraussetzungen, das, was sozusagen in einem symbolischen Raum des Internets angeboten wird, zu verstehen? Das fängt ganz einfach an, zum Beispiel mit einer Suchfrage, bei etwa bei einem Google Search umgehen zu können, ist eine Voraussetzung, die ich
haben muss, um angemessen die digitalen Medien zu nutzen. Ich muss verstehen können, wie ich damit umgehe, wie ich selektiere. Ich muss die Symbole verstehen. Wir arbeiten überwiegend mit bildlichen Darstellungen. Ich muss wissen, wie ich Informationen aufnehme, wie ich sie integrieren kann und in Wissen transportieren kann. Und ich denke, dieser Verstehensprozess, der bei ganz einfachen Sachen anfängt, Texte zu verstehen, was wir aus der klassischen schulischen Bildung kennen, ist auch eine ganz zentrale Herausforderung für das Verstehen im Medien- und vor allem im digitalen Medienbereich. Ein dritter Punkt ist, dass die Medien eben nicht losgelöst sind von gesellschaftlichen Entwicklungen, sodass Medienkompetenz auch bedeutet, Medien sozial und gesellschaftlich verantwortlich einzusetzen, zu verfolgen, was passiert. Und ich denke, das Thema Internet und Gesellschaft ist ja eins, was in allen Bereichen ganz zentral angesehen wird, nämlich bei der Enquete-Kommission wie in allen vielen anderen Bereichen, die gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, kritisch damit umzugehen. Und das bedeutet auch, partizipieren zu können, die Chancen, die man hat, zu nutzen im politischen Raum, ob das die verschiedenen politischen Parteien sind, ob es auf der EU-Ebene ist, wo ich bei EU-Richtlinien mitdiskutieren kann im europäischen Raum. Und nicht zuletzt so eine Art moralische Urteilsfähigkeit, die Fragen, die mit Medien zusammenhängen, ob das ganz banal ist, ob ich irgendwo gedisst werde in einem bestimmten sozialen Netzwerk, ob ich die Fragen des Jugend- und Medienschutzes mit besprechen kann, sind Fragen meiner moralischen Urteilsfähigkeit. Sicher gibt es noch viele andere Kompetenzen, aber ich finde, das sind die Kernkompetenzen, die für die Zukunft der digitalen Welt entscheidend sind. Wir sollten uns weniger darauf konzentrieren, was sind Kompetenzen, die ich heute brauche. Wir müssen heute den Kindern ja Kompetenzen beibringen, die sie in 20 Jahren gebrauchen, wenn sie agieren. Und wir wissen nicht, wie die Medienentwicklung in 20 Jahren aussieht. Gehen Sie 25 Jahre zurück, da hat niemand ans Internet gedacht. Gehen Sie 10 Jahre zurück, hat 10 Jahre vielleicht niemand an Facebook gedacht. Und heute sind das die Herausforderungen, die wir haben. Das heißt, Medienkompetenz muss heißen, prinzipiell Kompetenzen zu haben, mit Ungewissen, mit Krisen umgehen zu können. Und das finde ich ganz wichtig. Ein nächstes Thema ist Lernen mit digitalen Medien. Wie sieht das aus? Sie kennen es vielleicht, das hat, glaube ich, Eric Schmidt aus Nordkorea mitgebracht. Das ist dort ein Computerraum in Nordkorea. So stellen wir uns das Lernen eben heute nicht vor, dass man einsam vor einem Computer sitzt und lernt. Sondern was wir wollen ist, und ich denke, das ist ganz wichtig, einen Blickwechsel vorzunehmen. Nicht wegzukommen von Lernen mit neuen oder digitalen Medien hin zu neues Lernen mit Medien. Die Medien selbst helfen uns wenig beim Lernen, sondern die Lernumgebung, die Lernkultur zu verändern, ist ganz zentral. Neu ist natürlich nicht das Lernen. Neu sind Überlegungen, wie man eine bestimmte Erfahrung aus der Lerntheorie, aus der Lernpsychologie mit reinbringen kann in unsere digitale Welt. Und ich denke, da müssen wir von einigen Abstand nehmen, nämlich sozusagen das Auslieferungsmodell. Ich bringe irgendetwas bei, was in meinem Kopf ist, muss in den Kopf der anderen reinkommen. Das ist nicht das Modell, was wir haben wollen. Auch solche populäre Vorstellungen, die Sie häufig in wissenschaftlichen Büchern finden, von wir behalten 10% von dem, was wir lesen, 20% von dem, was wir hören. Ich hoffe, Sie behandeln mehr als 20% von dem, was ich sage. 30% von dem, was wir sehen. Und dann sehen Sie, wie dieses Modell einfach kumuliert wird. Nämlich 20 und 30 wird zusammengezogen. 50%, 70%, 90% von dem, was wir tun. Vieles können wir gar nicht tun. Philosophische Debatten können wir nicht tun. Die müssen wir sozusagen geistig erarbeiten. In der Hinsicht vergessen Sie solche Modelle. Sie haben empirisch überhaupt keine Relevanz, sind gar nicht nachgewiesen. Aber sie bestimmen sehr häufig die Vorgehensweisen beim Lernen. Und ich denke, das ist falsch. Was wir heute diskutieren, sind eher so Ansätze wie Konstruktivismus. Menschen konstruieren Wissen, dass wir Kinder, fragen Sie Kinder, wie sie die Welt verstehen, sie haben Hypothesen über die Entstehung der Welt, über bestimmte physikalische Dinge und ich denke, es ist ganz entscheidend hier, das zu übernehmen und zu fragen, wie können wir gemeinsam in sozialen Netzwerken problemorientiert Wissen gestalten. Konnektivismus von Stephen Downs und George Siemens in den USA, denke ich, ein ganz wichtiger Ansatz. Lernen in sozialen, vernetzten Welten. Wie können wir in virtuellen Lernumgebungen gemeinsam voneinander lernen? Fallbasiertes Lernen, das heißt eben nicht, sich einfach nur Informationen oder Wissen anzueignen, sondern zu wissen, wie kann ich es einsetzen in bestimmten Problemsituationen? Wo hilft es mir? Die Schule und die Universitäten vermitteln sehr viel träges Wissen. Träg in der Hinsicht, wir eignen es uns an, schleppen es lebenslang mit, wissen es aber nie anzuwenden. Schönes Beispiel, Sie haben bestimmt irgendwann im Geografieunterricht gelernt, wie die Passatwinde zu bestimmten Jahreszeiten wählen. Brauchen Sie das? Außer Sie segeln mal um die Welt. In der Hinsicht ist das träges Wissen. Und wir müssen etwas machen, was ich denke, mit dem Kompetenzbegriff. Sie brauchen übrigens nicht mitschreiben, das können Sie alle auf meiner Webseite sehen. Ich mache es zum Schluss, Entschuldigung. Kompetenzen zu verstehen, eben als Umgang mit Krisen, mit Problemen, eben wegen dieser Zukunftsfähigkeit der Welt, eben nicht zu sagen, im Sinne, ich muss Kompetenz ist, mit einem Computer umzugehen,
Das muss Routine für uns werden. Aber sozusagen, wenn Probleme irgendwo entstehen, wenn neue Herausforderungen kommen, zu fragen, wie gehe ich damit um, dass ich diese Fähigkeit habe, das ist, denke ich, zentral. Umgang mit Krisen und Problemen als Kern von Kompetenzen. Was sind so die Herausforderungen der Zukunft und welche Entwicklungen müssen wir auf uns zukommen sehen? Ich denke, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Sachen für uns. Eine ganz wichtige ist, nämlich, dass wir mit neuen Lehrenden zu tun haben. Dass sozusagen die Digital Divides, die Digital Natives, diejenigen sind, die heute mit den digitalen Medien problemlos aufwachsen, für die sie eine Selbstverständlichkeit ist, ich glaube, so können Sie es besser sehen, eine Selbstverständlichkeit ist, sozusagen mit dem, was sie umgibt, aufzuwachsen. Man kann es sehr schön an einer Anekdote deutlich machen, die immer wieder von Kollegen erzählt wird. Ich glaube, sie ist konstruiert, wo ein Vater mit seinem Sohn sich unterhält und dann sagt, früher hatten wir keinen Computer, mussten draußen spielen. Der Sohn dann fragt, kein Computer? Und wie seid ihr ins Internet gekommen? Ich denke, das ist so eine typische Art und Weise. Alles ist selbstverständlich schon da. Und das ist eine Herausforderung für uns, gerade im Bereich von Bildungsinstitutionen. Wie gehen wir auf diese Erfahrung ein, die diese Menschen mitbringen, diese jungen Menschen, ihre Mediensozialisation? Das Zweite ist, dass die Bildungsinstitutionen selbst sozusagen angegriffen werden von den digitalen Medien. Sie müssen sich damit auseinandersetzen. Ich komme gleich nochmal zu den MOOCs und den Open Educational Resources. Sind das die Hörsäle der Zukunft, wo niemand mehr hingeht, weil ich alles im Netz finde? Ich weiß es nicht. Ein Drittes, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, dass Technik immer Probleme mit sich bringt. Das heißt, es funktioniert nicht alles so einfach in der Schule oder in der Universität oder irgendwo. Das heißt, wir müssen überlegen, das Ganze so einfach wie möglich zu machen. Und ich denke, was wir heute mit Tablets arbeiten, ist schon ein Schritt in Vereinfachung als Computerräume oder irgendwelche administrierten Netzwerke von Mathematiklehrer in der Schule. Ich will an einem Beispiel nur deutlich machen, Sie kennen möglicherweise alle den Horizon Report 2012, wo sozusagen versucht wird, im Sinne einer Delphi-Methode, was sind die Herausforderungen oder was sind die Entwicklungen in der Zukunft. Ganz grob gesagt sind es die mobilen Applikationen, die Apps, die eine Rolle spielen durch die Vernetzung, durch die Mobilität. Ich denke, das haben wir heute alles schon. Tablet Computing ist etwas, was sich immer stärker durchsetzt. Ich glaube, die Zahlen zeigen, dass inzwischen mehr Tablets verkauft werden als normale Desktop-Computer. Spielbasiertes Lernen ist, glaube ich, ganz wichtig. Gamification, Serious Games werden meines Erachtens nicht so eine große Rolle spielen, aber in bestimmten Bereichen durch Computerspiele etwas zu simulieren, zu lernen, wird eine Entwicklung sein, die für die Schule, auch für die Hochschule und für den außerschulischen Bereich ganz wichtig ist, in der beruflichen Bildung heute häufig schon eingesetzt wird. Gestenbasiertes Computing und Internet der Dinge sind Sachen, die momentan sozusagen für digitales Lernen keine Rolle spielen. Deswegen ist es interessanter, nochmal zu gucken, was bedeutet es für den schulischen Bereich, also die K-12, wie es im Amerikanischen heißt, nämlich Mobile Devices. Bring your own device, jeder bringt sein Gerät mit in der Schule, arbeitet damit. Es ist eine vernetzte Struktur da, man kann miteinander kooperieren. Es muss nicht groß irgendwas aufgebaut werden oder verwaltet werden, denke ich, sind wichtige Entwicklungen. Das Zweite sind diese Personal Learning Environments. Jeder muss seine Lernumgebung irgendwo selbst gestalten, wo er sein Wissen, seine Informationen herbekommt, sie einbinden in bestimmte Entwicklungen. Ob Augmented Reality, da gab es ja in den 90er Jahren schon Entwicklungen dazu mit dem Cyberspace, ob das wirklich so weit kommt, mag man bezweifeln. Entscheidend ist, denke ich, auch für die Bildungsinstitutionen, wo ist die Konkurrenz? Was bewegt sich momentan? Also wo entwickelt sich etwas parallel zu den Bildungsinstitutionen? Und ich denke, da haben wir mit vielen Sachen zu tun. Facebook sollte nicht unterschätzt werden, wo Lerngruppen sich bilden, wo Erfahrungen ausgetauscht werden, ob das im schulischen Bereich, im außerschulischen Bereich oder auch im Bereich etwa der Universitäten ist. Die Khan Akademie ist in den USA momentan sehr erfolgreich, wo Videoaufzeichnungen gemacht werden von kleinen Einheiten, Mathematik, Physik, Kunst, von allen möglichen Bereichen. Sie sehen vielleicht die Zahl, das ist schon älter, 126 Millionen, die neuesten Zahlen 250 Millionen Lessons, Stunden, die dort wahrgenommen werden. Lerntheoretisch, didaktisch, sehr umstritten, finde ich, wo irgendjemand auf dem Zettel was aufzeichnet, wie man eine Mathematikaufgabe löst, wird abgefilmt, reingestellt. Aber es kommt bei den Menschen an, weil sie auf einmal sagen, ich verstehe es, ich kann es wiederholen, ich kann daran etwas lernen. TED finde ich auch ein ganz wichtiger Bereich, wenn Sie das kennen, wo sehr, sehr gute Vorträge, 20 Minuten von Fachleuten in einer sehr guten Art und Weise ein Thema vorgetragen wird, wo man nicht nur wissenschaftlich, sondern auch alltäglich etwas lernen kann. YouTube spielt bei vielen Schülern und Schülerinnen eine ganz zentrale Rolle. Wenn ich was nicht weiß,
gucke ich, wir haben es gerade eben in der Pressekonferenz diskutiert, nicht bei Wikipedia, ich gucke bei YouTube. Gibt es ein Video dazu, wo ich erklärt kriege, wie im Physikunterricht ein bestimmtes Experiment abläuft? Das sind die sozusagen die Alternativen, die wir zum traditionellen Bildungssystem haben. Und die Frage ist, wie setzen wir uns in Zukunft damit auseinander? Und ich denke, die Collab hat einige Antworten dazu gegeben in ihren Beiträgen, die deutlich machen, wohin die Entwicklung gehen muss. Und ich will abschließend an der Frage der MOOCs so deutlich machen, wo wir konkret was lernen können. Diese MOOCs, also im Sinne des Open Educational Resources, das zur Verfügung stellen von verspielten Online-Angeboten und hier diese Massive Open Online-Kurses, die sie in allen großen amerikanischen Universitäten stehen, denke ich, müssen sich einige Fragen gefallen lassen, bevor wir wirklich sie umsetzen wollen. Und ich will hier einige Fragen einfach aufführen, die aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig sind. Nämlich, wie kann das Prinzip des forschenden Lernens in den MOOCs umgesetzt werden? Wenn wir die Humboldtsche Idee der Einheit von Forschung und Lehre, des forschenden Lernens, das heißt also der Kollegialität im Sinne Studierender und Lehrende, sind gemeinsam an einem Problem interessiert und arbeiten gemeinsam im Sinne der Kollegialität daran, wie können wir das sozusagen auf der Ebene der Open Education Resources und der MOOCs umsetzen? Wie können wir sicherstellen, dass alle die Möglichkeit haben, sich daran zu beteiligen und eine Gleichberechtigung? Und vor allen Dingen, wie können wir nicht nur bei den MOOCs darum handeln, es geht uns darum, Informationen, Wissen zu vermitteln, sondern gemeinsam ein Problem zu arbeiten, wo der Aspekt der Forschung mit reinkommt. Sonst verkommen die MOOCs nichts zu anderem als, sagen wir, billige, zu produzierende Textbücher. Das Zweite ist, und das schießt ein bisschen an, wie können wir verhindern, dass die MOOCs zur Förderung von Bildung beitragen, wie können wir verhindern, dass es nur um Wissensvermittlung geht. Bildung ist ja das Ziel, also die soziale Verantwortung zu übernehmen, mehr als nur Wissen anzueignen, nämlich gesellschaftlich verantwortlich zu handeln. Wo können wir das einbauen in unserem Angebot entsprechend, im Sinne der Förderung des politischen Menschen? Das Dritte ist, was ist eigentlich das lerntheoretische Konzept von MOOCs? Und entspricht es dem, was wir heute sozusagen in der Lernforschung und der Lernpsychologie kennen? Manchmal finde ich es sehr naiv, wenn einfach nur Links aufgerichtet werden, wenn nur Texte produziert werden, die man lesen soll und die Möglichkeiten des vernetzten sozialen Interagierens nicht dazukommt. Das finde ich ganz wichtig. Und dann etwas, was, glaube ich, unsere Hauptsorge sein soll, nämlich wie können wir sicherstellen, dass schwache Lerner, Unmotivierte oder die Frage der Inklusion, die momentan in der Schulpädagogik eine ganz zentrale Rolle spielt, wie können wir die in das Lernen mit digitalen Medien integrieren? Sonst verkommt es dazu, dass eine kleine Gruppe davon nur nutzt und nicht alle gesellschaftlichen beteiligten Menschen. Und ich denke, das ist die größte Herausforderung. Die Überlegung, die wir gerade im Bereich der Schulpädagogik machen, wie können wir sozial Benachteiligte integrieren? Wie können wir Kinder mit verschiedenen Migrationshintergrund in unsere Themenbereiche reinbringen? Und wie können wir Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen helfen, auch an Lernprozessen zu beteiligen? Wie kann das in diese MOOCs integriert werden? Und letztendlich, wo bleiben so Themen wie Moral, soziales Lernen, politisches Lernen? Momentan konzentriert sich das, wenn man das so ein bisschen verfolgt, ich übertypisiere es auch ein bisschen provokativ, so eine Art Selbstreferenzialität, nämlich MOOCs über Internet, MOOCs über MOOCs, MOOCs über digitales Themen und so weiter. Aber das Soziale, das Politische geht verloren. Und könnte das Ganze so zusammenfassen, und das finde ich ganz wichtig, wenn wir Veränderungsprozesse in unserer Gesellschaft mit digitalen Medien sehen wollen, müssen wir sozusagen einen Kreislauf sehen, nämlich dass nur digitale Medien oder neue Medien relativ wenig helfen, wenn wir nicht gleichzeitig unser Lernen, unsere Lernkultur verändern. Und dass die Veränderung der Lernkultur heißt gleichzeitig auch die Veränderung von Bildungsinstitutionen, von Organisationen. Wir können nicht einen 45-Minuten-Unterricht mit Internetdiskussionen machen. Wir können nicht in der Hochschule Referatsseminare weitermachen, wenn wir die Möglichkeit haben, etwa in Diskussionsform etwas zu diskutieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, die Diskussion von verbessern die digitalen Medien das Lernen, nicht nur darauf zu konzentrieren, wie müssen die digitalen Medien gestaltet sein, sondern wie müssen Lernumgebungen neu gestaltet sein, wie müssen wir diese in Bildungsinstitutionen, die sich als lernende Institutionen verstehen, integriert werden und wie müssen diese auch umgestaltet werden. Und ich denke, das ist die Herausforderung, die die Collab hier an die Bildungspolitik gibt, nämlich sich dieser Fragen anzunehmen und entsprechend auch politisch aktiv zu sein. Gut, vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Stefan Auffenlanger. Spielen wir mal für einen kurzen Augenblick ein vielleicht etwas albernes Spiel. Tun wir so, als wäre ich der Bundesbildungsminister. Es gibt ihn so nicht, mir ist das klar. Und ich erkläre Sie zum Projektleiter dieses Projekts. Sagen Sie mir, was brauchen Sie? Wer muss wo was tun? Wie viel Geld ist nötig? Wie lange haben wir Zeit? Eine ganz bescheidene Frage. Ja. Die Schwierigen kommen gleich. Ich glaube, es ist weniger eine Frage des Geldes, es ist eine Frage des Willens in unserer Gesellschaft, in der Bereitschaft, sozusagen diese Veränderung vorwegzunehmen. Geld spielt natürlich auch eine Rolle, aber ich denke, es gibt sehr viele Spielräume, wo in allen Bildungsinstitutionen die Bereitschaft da sein sollte, zu überlegen, ist das, was wir heute anbieten, entspricht das noch dem, was unsere Kinder, unsere Jugendliche für eine Zukunft brauchen? Das Zweite ist, welche Kompetenzen müssen sie haben? Wir dürfen sie nicht sozusagen sehr konkretistisch gestalten, sondern, wie ich deutlich mache, auf die Zukunft orientiert. Und das Dritte ist, und ich denke, das ist ein großes Problem in allen Bildungsinstitutionen, die Beteiligten zu integrieren. Eben nicht zu sagen, und das wäre deswegen, würde ich das mal so sagen, ich möchte nichts verändern, sondern wir gemeinsam müssen was verändern. Und wie können wir soziale Räume finden, wo wir zusammenkommen, um diese Veränderungsprozesse auch gemeinsam zu gestalten? Ich bin doch nicht der Bundesbildungsminister, sondern das, was ich früher mal war, Moderator im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und hake nach. Was heißt das konkret? Wer muss was tun? Wann muss er das tun? Konkret heißt das, denke ich, dass schon, also man muss ja gucken, in der Praxis passiert auf der Ebene der konkreten Institutionen schon relativ viel. Vielleicht noch zu wenig, aber es passiert viel. Je nachdem, ob man sagt, das Glas ist halb voll, halb leer. Ich denke, es ist momentan halb voll, weil ich Optimist bin. Aber ich denke, es muss von vielen Anregungen Unterstützung geben, dass Initiativen, also ein ganz banales Beispiel, eine Lehrerin, die gern iPads in ihrer Schule, Grundschule einrichten will, kriegt von der Schulverwaltung gesagt, das darfst du nicht. Und warum sagt man nicht, nutz mal die Chance, mach ein Experiment und sag uns, was du damit gemacht hast und ob wir das verallgemeinern können. Wir wollen diesen Frontalunterricht für einen Augenblick hier unterbrechen und wollen Sie nochmal bitten, sich einzuschalten. Sie sind herzlich eingeladen, diese Diskussion weiterzuführen. Bitte, es gibt ein Saalmikrofon. Für den Videostream wäre es auch sinnvoll, dass Ihnen das kurz zukommt, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Chance haben, ihre Frage zu verstehen. Da ist es im Anflug. Übrigens Christine Nahr, die dieses Projekt geleitet hat mit Sebastian Haselbeck, die auch erwähnt wurde. Dieter Müller, Technologiestiftung Berlin. Eine konkrete Frage wieder zum Geld. Sie haben es ja auch schon angesprochen. Ich sehe bei der ganzen Digitalisierung leider ein Risiko, nämlich dass diverse Kultusminister hingehen und sagen, das ist eine wunderbare Möglichkeit, sämtliche Schullabore, sämtliche praktischen Anteile einzusparen. Und das Geld eben in die Virtualisierung, sage ich jetzt mal, von Lernumgebungen zu stecken. Und da hätte ich große Angst, dass wir hinterher Schüler und dann auch Ingenieure produzieren, die kein Deutsch gesagt Nagel mehr in die Wand kriegen. Also Online-Seminare kannibalisieren den Unterricht vor Ort beispielsweise. Also wer sich etwas auskennt mit der Produktion von digitalen Materialien, weiß, dass das viel aufwendiger ist als manche. Also ich gebe Ihnen recht, dass das die Gefahr ist. Aber wenn man nachweist, denke ich, dass zum Beispiel das sehr wichtig ist, sie aktuell zu halten, die Daten, dass man sie multimedial anreicht, dann sind die Produktionskosten, denke ich, nicht zu unterschätzen. Das darf man auf keinen Fall sozusagen aus der Portokasse bezahlen kann. Natürlich besteht die Gefahr da drin. Aber ich denke, das muss man deutlich machen. Also ich will nur ein Beispiel nennen. Im Hochschulbereich arbeiten wir bei den Studierenden momentan mit dem Begriff des Workload. Das heißt, es geht nicht mehr darum, dass man 2 Semesterwochenstunden im Seminar sitzt, sondern dass man zum Beispiel im Semester 90 Stunden, das heißt also 3 Credits erwerben kann, je 30 Stunden und 90 Stunden eigentlich arbeiten soll. Bei den Lehrenden ist das nicht der Fall. Wir rechnen immer noch mit 2 SWSO, obwohl wir digitale Medien entwickeln, obwohl wir E-Learning-Sprechstunden oder Skype-Sprechstunden halten. Und ich denke, diese Veränderung damit reinzubringen, macht deutlich, dass die digitalen Medien ein höherer Aufwand sind, dass sie entsprechende Mannschaften, gehen Sie an die Universität von Vancouver, wo Tony Bates das aufgebaut hat, der hat schon vor 20 Jahren 10, 20 Leute in der Gruppe gehabt, die digitale Medien entwickeln. Und das ist teuer, das muss man sagen. Also jetzt muss man das deutlich machen. Die Gefahr ist natürlich, sagen, so viel wollen wir nicht investieren. Aber sozusagen, man kommt nicht darum, für die Zukunft der Bildung Geld reinzustecken. Aber wenn ich die Frage weiterführen darf, das verschärft ja sogar noch das Risiko oder die Gefahr, dass wenn diese Kurse so teuer sind, muss das Geld ja irgendwo herkommen. Das heißt vielleicht aus den Bildungsbudgets. Und dann stehen wir vor der Entscheidung als Kultusminister, entweder mache ich ein Online-Seminar oder ich bezahle 3 Lehrstellen vor Ort.
Ja, man muss gucken. Sie können natürlich, also ich würde das mal ein bisschen differenzieren, Sie können mit Online-Seminaren um viel mehr Menschen erreichen. Eben das ist ja das Offene, in der es eben nicht auf eine bestimmte Bildungsinstitution sozusagen beschränkt ist, sondern offen sein kann. Wir dürfen daneben aber nicht vergessen, sozusagen, dass das konkrete Lernen in konkreten sozialen Bezügen ganz, ganz wichtig ist. Das meine ich mit dem problembasierten Lernen auch. Wir müssen uns auseinandersetzen mit konkreten Problemen und da spielt die konkrete soziale Interaktion, das Face-to-Face, eine ganz bedeutende Rolle. Gibt es weitere Fragen hier aus dem Publikum? Ansonsten, Herr Auflanger, von mir nochmal eine Frage. Sie haben hier auf der einen Seite die Herausforderungen beschrieben, Sie haben die Desiderate skizziert. Wann landen wir denn in der Zukunft, die Sie am Schluss dargestellt haben? Sind Sie optimistisch, sagen wir, das ist ein Prozess, der wirklich in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren schon in einem Stadium ist, wo wir große Schritte gemacht haben, oder müssen wir da in Jahrzehnten denken? Es kommt darauf an, was man erwartet. Erwartet man, dass alle in allen Institutionen mit digitalen Medien lernen? Ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Die Waldorfschulen werden noch lange brauchen, um sich dahin zu bewegen. Aber ich glaube, es ist entscheidend sozusagen, wo die Restriktionen oder in nächster Zukunft sind. Ganz entscheidend wird die Urheberrechtsnovelle sein, die in 2 Jahren ja ansteht, nachdem der dritte Korb verschoben worden ist. Wenn die Wissenschaft nicht die Chance hat, digitale Medien urheberrechtsfrei oder in bestimmten Raum zu nutzen, werden diese Open-Online-Angebote auf jeden Fall wachsen und sie werden, denke ich, zu Recht diese traditionellen Institutionen kritisieren und eine Konkurrenz darstellen. In der Hinsicht ist das der entscheidende Punkt für mich. Das heißt, 5 Jahre wird sich das in dem Sinne veralltäglicht haben. Kleine Fußnote, ich glaube, es wird dann teilweise schon mit Holztablets experimentiert, aber das nur am Rande. Ja. Gestatten Sie eine weitere Frage, Stichwort Urheberrecht. Wir haben in den letzten Jahren einen regelrechten Kulturkampf beobachtet in der Gesellschaft. Da war es vor allem die Musik, teilweise Literatur, Film. Rund um das Urheberrecht, inwieweit strahlt dieses Thema bereits jetzt, Sie haben es angesprochen, in die Bildung ab? Und was sind da die kontroversen Themen? Also es strahlt in der Hinsicht ab, dass natürlich wir momentan noch, wie gesagt, diese Urheberrechtsnovelle uns das erlaubt, in bestimmten Seminarräumen digitale Medien benutzen dürfen. Aber wenn es einmal hart auf hart kommt, wird nicht mehr die Möglichkeit bestehen. Und dann wird das sehr zu Alternativen führen, dass man sagt, man muss andere Räume finden, um entsprechend damit umzugehen. Die Wissenschaft, vor allem sieht man momentan an den großen Verlagen, die Zeitschriften im elektronischen Verfahren publizieren, dass Mathematik zum Beispiel aussteigt. Sagt, wir können das nicht mehr machen. Wir haben eine öffentlich finanzierte Wissenschaft. Wir wollen das öffentlich auch zugänglich machen und müssen dafür bezahlen oder die Lesenden müssen dafür bezahlen. Und das ist ein Modell, was, denke ich, in Zukunft nicht mehr funktionieren wird. Stichwort Open Educational Resources, wir kommen sofort zu Ihrer Frage. Ist das ein Thema, was ja auch später in den Workshops diskutiert werden wird hier, was nochmal dieses kontroverse Potenzial bündeln wird, das wir sehen werden, gerade auch bei Schulbüchern beispielsweise, gibt es massive Interessenkonflikte? Auf jeden Fall und ich denke, die Erfahrungen USA zeigen das ja, dass dort das ein sehr, sehr großes Thema ist. Ich denke, Philipp Schmidt wird nachher darauf eingehen. Und es ist eine Alternative hier zu den Schulbüchern, dass Lehrer und Lehrerinnen Materialien selbst entwickeln, dass in der offenen Gesellschaft auch entsprechende Angebote gemacht werden, wo Schulbücher in der Zukunft möglicherweise keine Rolle mehr spielen. Und wenn die Schulbuchverlage dort nicht mitmischen, denke ich, sind sie weg vom Fenster in 5 Jahren. Sicherlich eines der Themen, das an dem Workshop, der später dort hinten stattfinden wird, diskutiert werden wird. Eine weitere Frage, bitte sehr. Stefan, wir haben in unserer Arbeitsgruppe uns fokussiert auf das Thema medienpädagogische Grundbildung für jeden pädagogisch Tätigen. A und B, damit das geschehen kann an der Hochschule, müsste man mindestens verpflichtend machen, jeder, der Hochschullehrer werden will, muss nachweisen, dass er selber medienpädagogisch kompetent ist. Wie schätzt du diese Forderungen ein? Ich schätze diese Forderung, dass also jeder, der Lehrende ist, mit Medien auseinandersetzen soll, sehr gut ein, aber sehr unrealistisch, dass so umgesetzt wird, hängt damit zusammen, dass einfach, denke ich, obwohl wir momentan in allen Bereichen einen Generationswechsel haben, ich finde wichtig, und Sie hatten ja erwähnt, dass ich Dekan bin, momentan, wir machen immer Zielvereinbarungen mit den neuen Professoren und Professorinnen. Ich schreibe jeden Professor oder Professorin rein, er muss eine hochschuldidaktische Fortbildung machen bei uns. Man müsste das natürlich erweitern mit Medien, als Medienpädagoge, aber ich bin schon froh, wenn Sie das mal machen. Also in der Hinsicht ist das, glaube ich, ein wichtiger Schritt, der insgesamt die Hochschule vielleicht verändern kann. Eher ist das, glaube ich, ein Problem, dass wir in der Lehrerbildung zum Beispiel Auseinandersetzungen zwischen den Fächern, den Fachdidaktiken haben. Jeder möchte von dem kleinen Kuchen das größte Stück haben. Und ich bin froh, dass wir zum Beispiel Rheinland-Pfalz Medienpädagoge als verpflichtender Anteil in der Lehrerbildung haben. Eine weitere Frage dort vorne, bis das Mikro angekommen ist, noch eine Zwischenfrage von mir. Angenommen, wir setzen diese Forderung um,
sagen wir mal, christlicher Zeitraum zum 1.8. diesen Jahres? Wie hoch ist die Auswahlquote bei den Professoren? Kommt darauf an, welche Uni. Über 70% oder kommt auf welche Uni Sie gehen. Also alle bundesweit. Oh ja. Also meine Uni würde ich sagen 90%. Aber insgesamt ist eine optimistische Zahl. Ziemlich hoch, denke ich. Also weil einfach noch sehr, sehr viele Vorbehalte herrschen gegen, also ein ganz banales Beispiel, ich nehme meine Vorlesung auf Audio, auf MP3 auf, Studenten sind zum Kollegen gegangen, haben gesagt, können Sie nicht auch machen? Der hat gesagt, bei mir muss man mitschreiben, um was zu lernen. Ich meine, das ist typisch. Zur Beruhigung, kleiner Einblick in die Werkstatt. Die BBC, öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Großbritannien, hat vor einem Jahr ungefähr verpflichtende Social-Media-Accounts für die Redakteure eingeführt. Wenn wir das in Deutschland als Maßstab nehmen, haben wir auch eine Auswahlquote von 80-95%, ich will mich nicht festlegen. Bitte sehr. Ja, mein Name ist Jens Hansen. Mich interessiert der internationale Wettbewerb im Bildungsbereich, weil wenn das jetzt so in der Richtung weitergeht, dann hat ja auch Deutschland gar nicht mehr die Hoheit über das Bildungssystem, sondern ich sitze hier und muss eben nicht mehr nach Amerika gehen zum Studieren oder zur Schule, sondern kann eben da den Abschluss machen, online, der wird dann hier anerkannt. Inwieweit wird denn da auch so ein Bildungssystem komplett ausgehöhlt? Man muss sehen, dass die Bildungssysteme in den USA in Deutschland unterschiedlich sind. In Deutschland gibt es eine Schulpflicht, in den USA gibt es eine Bildungspflicht. Deswegen spielt der Bereich der Homeschooling eine ganz große Rolle. In den USA werden 3 Millionen Schulkinder zu Hause sozusagen belehrt. Deswegen spielt dieser Markt der offenen Angebote eine ganz große Rolle. In Deutschland haben sie das nicht. Deswegen denke ich, und im Hochschulbereich spielen die Zertifikate, die deutschen Hochschulen sind, glaube ich, international sehr angesehen. Sie können natürlich nach außen was wahrnehmen, aber dass sozusagen diese Open-Kursangebote in Deutschland in der Hochschule eine große Rolle spielen, würde ich sagen, in den nächsten 5 Jahren nicht, weil die Zertifizierung bei uns ganz anders abläuft. Sie müssen Akkreditierungsverfahren durchmachen und so weiter. Sie würden in ganz bestimmten Bereichen, zum Beispiel Studieneingangsphase bei Bachelorstudien, sagen, da kann man sagen, du machst jetzt mal da einen Open-Kurs, weil wir keine Kapazitäten dafür haben. Aber dass sie in Angriff auf das deutsche Bildungssystem sind, würde ich momentan noch nicht so sehen. Eher umgekehrt, dass wir, die, wie Sie selbst sagen, die außerdeutschen Angebote annehmen und die attraktiv finden und sozusagen unsere Ressourcen abziehen. Heute wollen nur noch ein Drittel der Studierenden, der Abiturienten wollen nicht mehr studieren. Und die Gefahr besteht, dass die genau darauf einsteigen. In der Hinsicht müssen wir uns damit auseinandersetzen, aber dass das funktioniert, sehe ich momentan nicht so. Jedenfalls auch ein spannendes Thema, Markt und Bildung. Ich bin angehalten, den Zeitplan einigermaßen einzuhalten. Deswegen letzte Frage von mir. Herr Offenlanger, ist es eigentlich bezeichnend für die deutsche Bildungspolitik, dass ein Verein wie Collaboratory bzw. Google, die ja dahinter stehen am Ende oder das initiiert haben, ein solches Multi-Stakeholder-Verfahren initiieren, dass das nicht aus der Kultusministerkonferenz kommt oder aus dem Bundesbildungsministerium? Ja, gut, und ich denke, gefragt, was hat Sie motiviert, hier mitzuwirken? Ich denke, dass das Problem in Deutschland ist einfach, dass man sagen, das föderalistische System im Kulturbetrieb und Bildungsbetrieb, also dass kein Land verstehen kann, das von außen kommt und sagt, wie könnt ihr in 16 Bundesländern unterschiedliche Lehrerbildungsprogramme haben und so weiter. Gut, die KMK wäre ja der Ort, wo man so etwas gemeinsam entscheiden könnte und sagen könnte, das brauchen wir jetzt dringend, die Herausforderungen sind gigantisch. Ja, aber Sie müssen sehen, dass sich da 16 Leute auf etwas einigen müssen, was sehr schwierig ist. Ich denke, ich würde die Politik nicht unterschätzen, die unterstützt das schon, aber es gibt bestimmte Restriktionen auf bestimmten Ebenen, die die Umsetzung schwierig machen. Und ich denke, diese Collab ist eine Herausforderung, ist eine Anregung, sich intensiver damit auseinanderzusetzen, auch in der Bildungspolitik. Und in der Hinsicht denke ich, hoffe ich, oder dass einige Bildungspolitikerinnen und Politiker sagen, okay, wir müssen das Thema mal aufgreifen. Und das finde ich schon ein ganz wichtiges Ergebnis. Das könnte ja der Impact auch dieser Veranstaltung sein. Herr Professor Offenlanger, ganz herzlichen Dank.